Vielen Dank und herzlich willkommen zum ZDF-Comedy-Sommer. Ist das nicht ein ganz besonderer Sommer? Was für ein geiles Wetter! Kein Lockdown. Und ich freue mich so, dass die Masken endlich von den Straßen weg sind. Ne? Endlich mal wieder die Münder von Menschen sehen. Ey, ganz ehrlich, da war ich nicht bereit für, ne? Wenn du Menschen mit Maske kennengelernt hast, ne? Alles entspannt und dann nehmen die das Ding ab und du bist nur, holy shit! Was ist das denn? Das ist doch kein Mund, das ist ein schwarzes Loch. Und was gaumelt da hinten? Ist das am Rachen eine Fledermaus? Was ist das? Aber ganz egal, ne? Ganz Deutschland sagt nichts wie raus. Leider auch aus den Klamotten. Es ist wieder soweit. Füße. Mauken, Quanten, Hufe, Flossen, Quadratlatschen. Sie sind überall. Dass wir uns halt auch direkt richtig verstehen, ne? Sandalen sind keine Wohlfühlklamotten. Sandalen sind Nötigung. Ja, Sandalen verursachen Augensalmonellen. Und kurze Zwischenfrage. Was geht in Menschen vor, die im Büro barfuß laufen? Was ist das denn? Du bist doch mit Schuhen gekommen. Ja, wer bist du jetzt? Der Hobbit, der noch dringend einen Ring wegbringen muss? Oder der Neandertaler, der gerade den Kopierer entdeckt hat? Ganz ehrlich, ich will die Mauken der Kollegschaft nicht sehen. Ich würde mir einen Attest holen, damit ich fremde, nackte Mauken nicht sehen muss. Ich bin Fußkritikerin, ne? Da stehe ich auch zu. Ich finde Füße generell so mittel, auch die eigenen. Deswegen habe ich die auch heute in Ketten gelegt. Ich finde... Ne? Ja, ganz ehrlich, wenn ich die morgens schon sehe, wie die so unter der Bettdecke hervorlugen, ne? Ekelhaft. Will ich nicht sehen. Und Leute, ich habe 15 Jahre Ballett gemacht. Ne? Meine Zehen, die sehen aus wie eine Ziehharmonika. Ne? Quasi die Ziehharmonika. Verstehen Sie? Ha. Und... Aber es gibt ja auch tausende unterschiedliche Fußformen. Ne? Es gibt den ägyptischen, der geht so schräg gerade runter. Dann gibt es den griechischen, da ist der Zeigezeh länger als der dicke Onkel. Der macht so einen Körper nach vorne. Hallo! Dann gibt es den Spreizfuß, da sind die Zehen so kilometerweit voneinander entfernt. Wahnsinn, Leute, was geht ab? Wo seid ihr? Ja, die wissen überhaupt nicht, was los ist. Dann gibt es den Hammerzeh, der ist so... Der sieht aus wie so ein Mafia-Boss, der sich zurückzieht. Luigi, ich kann nicht mehr. Hallux Valgus. Und sie quetscht mich in High Heels. Sag ich was? Nein. Ich weiß nicht, wann ich war das letzte Mal auf freiem Fuß, Madonna mia. Deswegen, Leute, bevor wir anfangen, über die Bikini-Figur zu heulen, lasst uns erstmal unsere Füße in den Griff kriegen. Hä? Ja, das ist auch ein Thema, das kann man nicht neutral sehen, ne? Das ist wie die Giovanni Zarella Show. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Das geht nicht anders. Und wenn man Füße liebt, ne, dann so richtig, mit Leidenschaft, mit Passion, mit Fetisch. Ich fotografiere Quanten aus Leidenschaft. Du bist mir sofort aufgefallen. So wie du erotisch den Fuß hinter dir herziehst. Ja, genau der Rechte. Ist das ein Knicksenkfuß? Und das sind auch nicht nur ein paar Freaks, die auf Mauken stehen. Ne? Das ist so eine richtige Bruderschaft, die Freimauker. Ne? Und warum ist es eigentlich eher so ein Männerding, Füße geil finden? Ne? Also ich will doch gar nicht in Klischees denken, aber es ist prozentual wirklich so, dass eher Männer auf Füße stehen. Ich habe wenig Frauen gehört, die Füße sexuell erregend finden. Ne? Warum sagt keine Frau, boah, der Markus Lanz, der hat bestimmt richtig geile Füße. Oder warum hat Reinhold Messner, warum hat der keine Fußgroupies? Warum geht keiner auf die abgefrorenen Knubbelzehen von Reinhold Stein? Ja, das wäre mal Special Interest, ne? Warum hört man das nicht? Und glaub mir, Fußfetischisten, die stalken Promi-Füße im Internet, ne? Und es ist kein Scheiß, Wikipedia war gestern, es gibt jetzt Wikifeed. Das ist eine Internetseite, die sich ausschließlich mit der Bewertung von Füßen beschäftigt. Und da gibt's natürlich Feet of the Year, Feet of the Month, Feet of the Day. Aber das Herzstück von Wikifeed sind natürlich die Füße von prominenten Frauen. Und da sind alle dabei, quer durch die Bunte. Ruth Moschner,
Ich freue mich. Meine Zähne sind alle verkleidet. Die gehen heute alle als Astronaut. Toll. Und nach dem Buchstaben-Battle jetzt das Fußnagel-Battle. Dann natürlich Charlotte Roach. Also, ich lutsche meine Zähne immer einzeln ab. Das macht immer so ein tolles Geräusch, wie ein Korken, der von einer Weinflasche ploppt. Und eine ganz große Fuß-Fanbase auf Wikifeed hat Katja Burkhardt von Punkt 12. Was befindet sich an? Das schneiden wir alles raus. Was befindet sich an meinen Beinen? A, schöne Füße oder B, liebe Grüße. Aber was positiv ist, solange die Fußfetischisten prominente Frauen wegen ihrer Füße stalken, haben die zumindest keine Zeit, Dickpics von sich zu schicken. Weißt du, das ist super. Und wenn man so drüber nachdenkt, ne, eigentlich, wenn du als Hetero-Frau schlau bist, suchst du dir am besten wirklich einen Typ, der auf deine Mauken abfährt. Ne? Der massiert dir die, der schrubbt die, der macht die Pediküre. Eigentlich ist das eine Marktlücke. Elitefüße.de. Mauk-Scout24. Leute! Vielleicht muss ich mir auch mal einen Ruck geben, weißt du, mal wieder auf meine Füße ein bisschen mehr zugehen. Also einfach mal so einen schönen Abend mit denen machen. Ein bisschen Käse, Glas Rotwein, eine schöne Fußpeeling-Maske auflegen. Und da gibt es jetzt auch was Neues. Es gibt so eine Peel-Off-Maske gegen die Hornhaut. Ich weiß nicht, ob ihr das... Ja, es ist richtig ekelhaft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ziehst du so einen Socken über deine Füße, die ist getränkt mit irgendwie so einer Fußsäure und nach einer Woche fängt sich der halbe Fuß an zu häuten, wie so eine Python in den Wechseljahren. Es ist widerlich. Ja, mir wird das bei Instagram angezeigt. Ich will das auch nicht sehen. Da sollten die mal eine Triggerwarnung vorsetzen. Aber jetzt mal im Ernst, das kannst du doch nur machen, wenn du Single bist. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du als Paar gemütlich zu Hause auf der Couch sitzt abends, Mauken auf dem Couchtisch und dann fällt dir die halbe Mauke ab. Hallo! Ja, es ist doch irre. Aber wenigstens weißt du dann immer, wo dein Partner ist, wenn er so eine Hänsel- und Gretel-Hornhautspur hinter sich herzieht. Schatz, die Parmesan-Chips sind super heute.